Herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2. Und ich weiß gar nicht genau mal, wo wir stehen geblieben sind. Ist mir gerade eine Woche her. Und hast du gedirbt? Ja. Jetzt darf Toki zeigen, dass er das besser kann. Ne? Aber ich habe dir schon mal gezeigt, dass der Weg da unten rein kein Weg ist, wo man hin möchte. Weil es da sowieso nicht weitergeht. Und es ist halt. Wir spielen übrigens dieses Mal offline, weil die Dark Souls 2 Server irgendwie nicht reagieren. Ich weiß es nicht. Das ist Block, ne? Block Shutter. Ja, er ist wieder nicht starten gewesen. Was ist denn lange dazu? Hier ist Lukas die ganze Zeit gestorben. Ich frag schon. Ja, komm mit. Ja. Hier, weil ich bin noch so 2-3 Schritte weiter, bin ich schon noch gut. Ja, du bist auch in gemein gestorben. Ja. Ab und an mal. Aus Versehen. Hier hat er dann aber daneben geschlagen. Fuck you. Easy. Fuck you. Upsa. Ja, ja. Und dann ist er runtergefallen, glaube ich. Und dieses ganze Becken da unten ist noch hart und interessant. Ja. Halten wir das mal so fest. Bin mal gespannt. Und da vorne war irgendwas Großes hier auf dieser Plattform rechts. Irgendwas Fliegendes Großes. Irgendwas Fliegendes Großes, ja. Ah, das liegt noch sehen, Franz. Hallo, bist du okay? Sogar noch mit Backstab. Alter, der Backstab da. Oh mein Gott. Oh, da kommt der denn her? Oh, shit, ich hab alle nach hinten, ja, nach hinten lang. Haben wir noch, ist das da Franz? Ja. Okay. Glaub schon, oder? Die okay, da kommen noch mehr. Da kommen noch einer. Wo kommen die denn alle her immer? Von unten irgendwo, von ja, den Zwischenebenen oder? Wie kommen die denn da hoch? Ist da irgendwo ein Leiter? Oh, ja. Gönn dir. Weil du lebst ja noch. Gönn dir, Alter. Ich würde mal sagen, ich bin weiter gekommen als du. Nee, ich hab den fliegenden Dingsi schon mal gesehen. Ja, du hast da vor dir. Außerdem hast du meine Seelen gesehen, die lagen. Also. Stimmt, wie viele Seelen hast du eigentlich jetzt verloren? Oh, das weiß ich nicht. Viel zu viele. Menschen, keine Ahnung, egal. Potenziell. Seelen kommt runter. Jetzt wissen die Leute. Ja, du musst wahrscheinlich auf die Ebene da drüber. Weiß nee, aber da war die Tür, glaube ich, zu. Ne? Ja, genau. Kann ich runterfallen lassen. Ja, genau. Oder du guckst halt erstmal gleich, wo die Gegner überhaupt herkommen, die zwei kleinen. Ja, die kamen von der Ebene, wo wir da waren, wurde wie man schon hingefallen ist, glaube ich. Ja, aber ich frag mich trotzdem, wie die da hinkommen. Allein aus dem. Ja, okay, sie haben sich Google wachsen lassen und sind hochgeflogen. Ist ja viel zu der Theorie. Ich bin mal gespannt, wenn wir zum ersten Boss kommen. Das wird wieder eine ewige Plackerei. Sie ist halt schon voll. Warte ich. Auf jeden Fall müsst ihr irgendwas an unserer Ausdauer tun. Ja, das hier war. Hier vorne gesehen, ein bisschen blocken und schon. Stimmt, mach ein bisschen blocken, du bist sofort ausdauertechnisch total am Arsch. So. Wir bräuchten wieder so einen Ring, der instant das. Da, hier, komm, können sie drüber springen. Guck, ja. Da hinten kommt er schon gelaufen. Ne, dann warte hier eine Sekunde. Und ist noch einer? Mein Gott, beeil dich doch, du dünnes. Okay, der ist ja noch runtergefallen. Ja, der. Unten gibt es ja auch Leitern und so. So, ich hab schon Leitern. Ich warte. Kommt jetzt? Nein. Ja. Oh, da ist der andere. Ja, oh, lol. Ja, ich schätze mal, wenn der. Ja, wenn der so ganz. Oh, wenn der so ganz lange aushält, dass das irgendwie so ein Angriff ist, der durch den Block durchgeht. Weil wie gesagt, ich würde erst die erste Schlagmaus, glaube ich, benutzen. Schön. Kannst du jetzt schon was sagen? So, ja. Ey, ich schau, das ist immer noch recht gut und so. Du bist auch ein kleiner Derb, wa? So. Ich sag. Und ich dachte schon, okay, ich wechsle mal extra. Oh, scheiße. Also die erste Schlagmaus benutzen und dann nimmt er es. Er hat den Lebensstein und verkloppt den. Oh Gott! Ja. Nee. Man schaut extra schön das aushält, wenn ich das. Oh. So einfach. Hm.
Das müssen wir wieder ein bisschen regenerieren. Wir brauchen wirklich Spaß, wir brauchen wieder so einen Ring, der die Regeneration antreibt. Das ist ja, ja gar nicht, ne? Ja, das ist kann nur sein, das ist immer was. Da oben war der hässliche. Ja, oben war der hässliche. Da ist aber auch noch einer, der hier so Dingsy wirft, der da oben auf der Ecke steht. Der wirft so Brandgranaten, ja. Ja, da kommt gleich das Fliegeviech. Ich weiß aber nicht ganz genau, was das für eins ist. Ich hab's nicht gesehen. Ich bin panisch geflüchtet beim letzten Mal. Ja, schnell zu dem Feuer-Dingsy werfen, oder? Das ist der Optimal. Ah, ich hab mir gerade nichts. Von hinten hat er so. Oh mein Gott! Die lieben diese Stunde. Das ist ein kleiner Ding. Ich habe jetzt ein paar Seelen gewonnen, hatte ich dann das nächste Mal aufsteigen können. All planned. Ja, all planned, ne? Wie ist das? Eine tägliche Frucht, ja. Diese tägliche Frucht. Das habe ich die Beschreibung mal nicht gelesen. Irgendwas mit Giftresistenz stärken, Pyrogen drin lassen. Ja, das ist ganz cool. Das Problem ist, wir haben jetzt die ganzen Tipps nicht. Das heißt, jetzt ist es sogar noch ein bisschen blinder als sonst. Ja. Einfach mal. Ja, ach, die ganzen. Das ist wie so ein Generalschlüssel, der hier echt durchfährt. Ja, das stimmt. Aber. Gibt es nicht. Ja, schneller. Schnell, wie häufig? Viermal. Oh ne, dreimal. Ja, überlegen, ob ich gleich. Ich weiß gar nicht, hätte ich das erzählt mit dem Code, dass ich meinen Steam-Code beim letzten Mal zerstört habe? Achso, stimmt. Das habe ich, glaube ich, sogar wirklich erzählt. Mittlerweile hat der Support mir einen neuen Code gegeben. Also Bandai Namco Support. Sehr geduldig, sehr zu. Ich habe nämlich da irgendwie dreimal gefailt, diese Bilder richtig an den Rand zu bringen. Ich glaube, du musst auch schon. Nee, da kommt er. Ich frage mich übrigens, warum er hinten schon ein Pull ist. Das ist ja völlig. Ja. Wenn man das nicht checkt, dann. Ja, dann wirst du von hinten überrascht, so wie wir jetzt schon dreimal oder so. Okay, also gleichzeitig kommen. Ja, aber die sitzen nicht immer so lange. Nee, also der eine läuft doch schon mal zurück. Oder auch nicht. Ja, der Oh mein Gott. Den hat er geblockt. Oh, geht zurück. What the fuck? So. Einen gezielten Schlag. Einen einzigen. Das hat mir erst einmal oder trink halt erstmal was. Oh. Ja, nicht zweimal! Oh Gott! Das ist so ein kleiner Puppelsgegner, also, weißt du? Ja, ein Tag ist halt was von jedem Gegner ernst nehmen. Ja. Ach, das hat sich gelohnt. Soldatenschild. Das ist von der Pro nicht besser als ein Lama. Das glaube ich allerdings auch nicht. Insbesondere weil er so einen kleinen Nulli-Gegner droppen gelassen hat. Wenn hier die Typen, die Lanzen in der Hand haben, wenn die so ein Schild mal droppen lassen würden, das würde ich mir glaube ich sogar angucken. Ja. So, next try. Der eine ist, sollte gebacksteppt werden. Oder nicht? Ja, oh mein Gott. Ich weiß nicht, das mit dem Dodgen. Ich habe das Gefühl. Die Dinger haben auch einen Range. Ich habe das Gefühl, dass es mit dem Dodgen bringt, aber auch nicht so viel wie in Dark Souls 1. In Dark Souls 1 konntest du ja teilweise wirklich in den Angriff rein dodgen und du warst dann gedodged. Das ist nicht mehr so. Schieß Kackte Keule. Also wie gesagt, wenn wir irgendwann mal eine Waffe finden, die ansatzweise besser ist, ja, wird die sofort genommen. Und der Keule, das gefällt mir gar nicht. Ja, das sind etwas. Das war halt billig. Und wir dachten. Ja. Ja, die war billig und die war billig. Jetzt nur stehen da wieder runterschubsen. Ja, runterschubsen und dann hinterher springen und einfach nur killen. Am besten. Ja, und da. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Gerade schon hab ich nicht getroffen. Behindert. Okay, haben mich irgendwie. Ach nee, wir können den Bogen schnürzen, oder? Nee, noch nicht. Das wäre vielleicht der nächste Ziel, was wir so nutzen würden. Müssen wir ein bisschen Dextery, glaube ich, skillen irgendwie. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht mehr, was wir dafür brauchen. I don't know. Das sind noch mehr am meisten. Ja, Dextery. Ja. 12, wie viel haben wir? Wo sieht man das? Keine Ahnung. Y? Ja, ist Y. Wo ist denn die Dextery? Oh, wir haben 8. Wir brauchen 12. Ja, okay. Ja, irgendwo.
auf Dölsche. Dölsche? Haben wir Dölsche? Aber wir haben doch hier irgendwie diese. Das da. Zauberohr, ne? Explodiert und richtet Magieschaden an. Ja, das ist doch genau das, was wir brauchen, oder nicht? Kannst du werfen, was? Ja. Es steht doch da, steht nicht, dass man die werfen kann. Weil ich schätze mal, dass man die werfen kann. Ich glaube, das ist halt das, was die Gegner da auch werfen. Zumindest hoffe ich das mal. So. Die würde ich allerdings nicht ausgerüstet haben. Ja, auf die. Ja, ist das Lachmaß. Ja, so wie eben mein Lebensstein. Und ja, komm. Hast dich voll irritiert. Ja. Hab ich dich irritiert. So, ich hab gar nicht gefunden. Nein. Ja, du hast auch eine Viertelstunde. Wir haben ungefähr ein Viertel vorangekommen. Ja. Apfelwasser spielt Call of Duty. Wenn man jetzt nicht weiß, ob das sein Vater ist oder er. Ja, das stimmt. Brauche ich immer. Was aus. Wenn er gleichzeitig noch LOL spielt, dann weiß man, das ist sein Vater. Wobei das ja an sich auch schon, wenn es neu ist. Ich weiß nicht. Ich habe meinem Vater einmal probiert, Guild Wars 1 noch damals beizubringen, aber das war zu viel. Das ging nicht. Naja, mein Vater ist ja nicht so der Typ dafür. Oder generell für PC oder so. Ja, aber wir probieren dich halt über Studium. Ich muss mir auch vorstellen, mit deinem Vater zusammen, weiß ich nicht. Oder Troll herum. Ja, das ist chillig. Und wenn's dann halt. Oh, scheiße, das Ding ist wie ausgerüstet. Doch lang. So, jetzt. Nein. Umdrehen. Scheiße. Der hat so noch bekommen. Ja, wenn du zum Beispiel sowas wie Call of Duty mit deinem Vater spielen kannst. Ich stell's mir zumindest gut vor. Was das alles für Charaktere sind. Dass die großen Rage-Hammel sind. Dann eher nicht. Ja, natürlich. Dein Vater ist ein Rage-Hammel. Ja, ich geh. Bleib bei dir. Better start raging. Guck mal, ob du das jetzt wieder gebacksteppt bekommst. Ja, nice. Warum wird das jetzt mal nicht so schlimm? Aber du musst echt 3 Schläge machen, ne? Das ist voll verwirrend. Ja, manchmal 2, manchmal 3. Das ist ja, als ob es wieder dieses komische Crit-System gibt. Ja, dass man manchmal mehr Schaden macht und manchmal weniger. Oh, guck mal, der Gegner hat selber begriffen, dass er vorne einfach eine Karte stand und hat die dann kaputt gemacht. So. Guck mal, wir haben volles Leben. Ich würde dann aber hochgehen und dann von da werfen. Ja. Und du darfst, glaube ich, nicht so weit in die Mitte von der Plattform rein, sonst spawnt das komplette Fliegeviech. Lass mal gucken. Anvisieren ist ja. Dann so, und X. Wie lasse ich das mit X? So, oder? Jetzt darf der kommen. Und er wirft zurück, okay. Ja, du behindert er. Alter, kommst du nur? Ja, musst du schon. Ja, okay, er ist runtergestanden. Kannst du deine Seele noch annehmen? Ja, das hab ich schon. Erstmal hier auf. Und er kam. Das Coole ist, dass wir das zweimal machen können. Aua, du behindert er. Guck mal, direkt da. Hinten steht noch einer um die Ecke. Und da kommt noch einer. Und da fressen die ganze Kisten um. Das hat nicht. Das ist ein bisschen viel schwer. Und versucht mit dem Schild zu schlagen. Okay. Weil stell das dumm herum oder? Weiß nicht. Ich hab Angst, okay. Ja, das waren jetzt 2 Schläge. 3 Schläge, ja. Ausdauer, Pisarino. Ich hab's den Block. Ja. Ich bin nicht Bock. Okay, ich würde glaube ich einen Pflanz trinken. Keine Idee. Ist halt, wenn du den halt gebackstabt bekommen würdest, das wäre wahrscheinlich das Einfachste. Ja, wenn er. Ja, man muss halt mal anfangen zu schlagen. Ja. Okay, so geht's natürlich auch. Ja. Ja, schon mal ein bisschen gemein. Also soll man es den fliegenden Gegner denn zumindest mal angucken? Ja. Hallo. Oh, du sterben. Hallo. Keine Ahnung. Spawnt er vielleicht dann nur einmal irgendwie? Das wäre halt dann jetzt ein bisschen schade, weil wir den noch nicht mal einmal gesehen hätten, aber. GG. Hier vorne ist. Kannst du da irgendwie so einen Fallangriff machen? Ja, das war der Plan.
Das was sie hier kommen. Nee. Oder? Walden Haar. Ich weiß nicht, wie man hier hochkommt. Nee, du kannst auch, geh mal dazu zu so einer Lücke. Dann ist auch da so.